Ich bin der Leon Fleischmann. Und wir sprechen heute über das Graffiti, was ich letzten Sommer in Großhadern am Max-Lepsche-Platz gesprüht habe. Das war, hatte so einen symbolischen Charakter noch, weil ich 15, 20 Jahren oder so, da habe ich eine meiner allerersten Striche überhaupt mit Dose genau an dieses Teil eben gemacht. Ich hoffe, das ist verjährt mittlerweile so. Aber ich weiß noch genau, wie mich das fasziniert hat, dieses Graffiti, und rausgehen nachts und habe mir dann irgendwie einen Plan überlegt, was man nachts schnell irgendwo hin sprühen kann, weil du kannst ja jetzt nicht der Zeit lassen mit viel Farbe. Und bin genau an diesen Ort eben hin, weil ich in der Gegend, die ich groß geworden bin, hab diesen, ich kann mich noch erinnern, das war so ein Strich, so, ich bin so weit gekommen und habe Blaulicht im Augenwinkel schon gesehen. So. Man musste flitzen. Ich glaube nicht mal, dass die wegen mir da waren, aber ich habe sofort Schiss gekriegt und bin weggelaufen. So. Und bin dann Jahre später wiedergekommen und durfte das dann mit einer echten Gage, ich habe da auch ein normales Gehalt dafür gekriegt, so, durfte das wieder übermalen. Und das war für mich so ein schön symbolischer, du kommst wieder so an den, beziehungsweise wenn mein 15-jähriges, 16-jähriges Ich damals, wenn ich das dem erzählt hätte, was da mal passiert und so weiter, dem hätte das richtig krass getaugt natürlich, so, genau, voll. Stadtwerke München sagt Wasser, die von Großhadern, Bezirkskulturausschuss, die haben mir auch eine lange Liste gegeben. Und ich persönlich, mir war wichtig, dass ich was fürs Krankenhaus mache. Nebendran ist direkt das Krankenhaus, das ist direkt in Sichtweite. Die meisten Leute, die da wohnen, arbeiten da, inklusive meiner Mom. Inklusive die Mütter von meinen Freunden, mit denen ich damals aufgewachsen bin. Und gerade zu so Pandemiezeiten ist es mir irgendwie wichtig gewesen, dass ich so ein irgendwas mache, um diese Krankenschwestern zu wertschätzen. So, die kriegen fast kein Geld, das sind unmögliche Arbeitsbedingungen und so weiter. Jetzt ist das Ganze so geworden, dass die Szenerie spielt unter Wasser. Das zentrale Hauptmotiv ist die Krankenschwester. Das ist ein geiler Wort, das ist ein cheesy Wortjoke, so, aber ja, voll. Also in der Mitte ist dieser eine Oktopus und diese Arme strecken sich um dieses ganze Gebäude, es hat so diese vier Seiten, strecken sich so rum und kümmern sich um diese verschiedenen Meeresbewohner. So. Und das ist dieses zentrale Motiv und diese verschiedenen Meeresbewohner, also Krebse, Fische und so, die haben dann alle einzelne kleine Anspielungen an irgendwelche Themen, die ich dann aufgefasst habe oder die mir auch diese Politiker gegeben haben. Wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, sieht man zum Beispiel, dass nebendran so ein Doktor Fisch ist, der macht Diagnose, so. Die Krankenschwester kümmert sich um die Leute, nebendran ist dann ein Seepferdchen, ein schwangeres, das hat aber auch ein Schnurrbart und ein Gamsbart auf und so weiter, das ist eindeutig ein Typ, der schwanger ist, weil bei den Seepferdchen kriegen die Männer die Babys. Das ist ein interessanter Gag, der aber auch ein bisschen darauf anspielt, auf dieses, diese klassische Rollenverteilung, bisschen Mann-Frau, bisschen aushebelt. So. Dann geht es weiter mit diesem Schwertfisch, der so voller Müll ist, den auch die Krankenschwester so befreit von diesen ganzen Plastiksachen und so, der auf die Verschmutzung der Meere irgendwie so einen Hinweis hat. Und so haben diese einzelnen Figuren alle so ein kleines Easter Egg, was man gar nicht auf den ersten Blick sieht. So. Die Leute kommen vorbei, sehen das Bild, sehen die Fische, finden die cool, finden die witzig und sympathisch und so. Und wenn du ihnen dann erzählst, was dahinter steckt und so weiter, ist das so eine zweite Ebene, wo es dann heißt so, ah, genial, nochmal geiler so. Ja, Bullen sind gekommen. Erfahrungsgemäß weiß ich, dass es passiert so, genau. Das heißt, ich rufe vorher bei der Polizei an, ich kriege eine offizielle Genehmigung von der Stadt, das ist ja auch alles von denen gesponsert und so. Und dann rufe ich an, sage dem Bescheid, der bedankt sich, er leitet es weiter an seine Kollegen. Streichen geht, ich streiche einen Tag vor, dann mache ich erstmal alles grundieren und mache so grob den Hintergrund mit der Rolle, das interessiert keinen so. Am nächsten Tag komme ich, packe die Dose aus, bumm, zwei Sekunden später. Irgendwer bei der Polizei angerufen, drei Sekunden später stehen sie da. Mit mehreren Autos auch und so weiter. Das passiert jedes Mal, genau. Die kommen zum Teil mit waghalsigen Aktionen, mit quietschenden Reifen, bam und so weiter. Und sind so kommen die an, genau. Es macht vielleicht sogar den Reiz aus von diesem Kunst im öffentlichen Raum, Graffiti, Street Art, wie auch immer du es nennen willst, dass das nicht für immer ist und niemandem gehört. So. Weißt, das kann man nicht kaufen, das ist irgendwann weg, das ist so vergänglich und es gehört zu jedem, jeder kann sich's anschauen und so weiter. Das, im Idealfall interagiert sogar mit der Umgebung und so. Das hat einen gewissen Reiz für mich. Ich finde das ganz geil. Und dass das jetzt nicht so irgendwo in einem fancy Museum hängt und dass das nicht Leute mit Schlips und einem Sektglas in der Hand, oh, bla bla bla, sondern dass das halt irgendwie unter der Donnersberger ist, wo du während dem Malen in Taubenscheiße stehst, gefühlt knietief so. Aber das hatte irgendwie sowas Roughes und was Urbanes und so. Das hat mich schon, fand ich schon immer irgendwie cool. Ja. Kunst gehört für mich raus, weil sich da das Leben abspielt.